Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horizon Forbidden West. So, und wir sind immer noch auf der Suche nach dieser Hades-Murmel. Aber erstmal nehmen wir uns ein bisschen Material mit. Wenn wir schon was kriegen, ah, mit Fallen, na, müssen wir schon aufpassen. So, so ganz begeistert bin ich von den Waffen noch nicht. Okay, gehen wir erstmal rein. Schauen wir mal. Eine Ruine. Okay. Mal sehen, wo das hinführt. Schätze, Silence hat mit dieser Maschine seine Beute transportiert. Ach du grüne Neune. Ach du grüne Neune. Ich hab so ein bisschen... So ein bisschen Bammel. Hier ist auf jeden Fall seine Hades-Murmel. Silence Hades steckte. Und die Tür. Sieht aus wie eine Pharaoh-Anlage. Oder Zero Dawn? War Hades Untersuchung? Komm schon, Hades. Bist du noch drin? Ich hol dich da raus. Oh oh. Dauerhaft. Sogar so bist du eine Gefahr für Gaia, wenn sie wiederbelebt wurde. Also hast du das Gaia-Backup noch nicht sichergestellt. Dann ist Gaia tot, Erde und du verloren. Trotz Fehlfunktionen, ich habe gewonnen. Silence fragte, wo er ein Gaia-Backup finden könnte. Datenfehler, Sprecherstrukturen verfallen. Klar, das wäre ja auch zu einfach. So, was hat Silence dir angetan? Was hat Silence dir angetan, Hades? Du wirkst so ausgehöhlt. Silence hat mich befragt. Und was hast du ihm gesagt? Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Du hast nichts davon gespeichert? Ich erinnere mich an dich. Daran, dass ich dich am Turm geschlagen habe? Okay, das bringt nichts. Hobbelnde Hasen, hobbelnde Hasen! Als das geheimnisvolle Signal dich verwandelt hat, erhielten die anderen unter Funktion Gaias auch ein Bewusstsein. Du bist entkommen, als Gaia sich selbst zerstörte, aber sie auch. Wo sind sie hin? Jede Funktion ist den Koordinaten zufolge nach. Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Ein Haufen verrückter KIs, die sich sonst wo rumtreiben und sonst was anstellen. Mit seinen Kampfmaschinen tötete Festes jedes Jahr Tausende und du hast fast die Welt zerstört. Da draußen sind noch 7 Funktionen, die Ärger machen? Ein deprimierender Gedanke. Du bist deprimiert. Gut. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du einen tollen Charakter hast, Hades? Erkenne Sarkasmus. Ja. Dachte ich auch nicht. So, wo ist Silence jetzt? Weißt du, wo Silence hin ist? Nein, er ist vor 12,8 Tagen gegangen. Vielleicht ist er... Datenfehler, Strukturen für Verhaltensvorhersage verfallen. Also weißt du auch nicht mehr als ich. Na toll.
Silence hat dich nach dem geheimnisvollen Signal befragt, das dich aufgeweckt hat und dir ein Bewusstsein gab. Wer hat es gesendet? Signal von Meistern gesendet. Und wer sind die? Meister erweckten mich, um Leben auf der Erde zu zerstören. Warum das denn? Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Ja, warum hat Silence dich hier gelassen? Weißt du, warum Silence dich in diese Ruin geschleppt hat? Silence wollte, dass du mich hier findest. Offensichtlich. Aber wieso? Was war das hier? An diesem Ort wurde... Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Er nannte es mein Totenbett, mein Grab. Aber du... Das werde ich wohl rausfinden, wenn ich reingehe. Sieht so aus. Du bist verloren, ich nicht. Es reicht. Beenden wir es jetzt. Glaubt Aloy immer noch, dass sie Gaia wiedererwecken kann? Das Leben auf der Erde retten kann? Ja, wenn nicht, sonst gibt es keinen dritten Teil. Dann bist du fehlgeleitet. Vernichtung unvermeidlich. Was weißt du schon davon, Hades? Du wolltest die Erde zweimal zerstören und bist beide Male gescheitert. Das Einzige, was du je vernichtet hast, warst du selbst. Und dieses Mal rettet dich keine Lanze. Das ist inkorrekt. Dreimal hat Hades Leben ausgelöscht. Was? Das weißt du noch? Ja, Daten intakt. Nicht lebensfähige Biosphären würden 2154, 2161 und 2168 aufgegeben. Und das war vor Jahrhunderten. Dazu wurdest du geschaffen. Aktuelle Biosphäre, Version 5. Es wird keine Version 6 geben. Das muss es auch nicht, denn ich werde diese retten. Massenüberbrückung aktiviert. Zum Aktivieren Name und Rang eingeben. Elizabeth Sobeck, Alpha Prime. Massenüberbrückung aktiviert. Löschprotokoll wird bereinigt. Das war's jetzt mit Hades. Du hast dich um Hades gekümmert. Ja. Könnte er dieses Mal vielleicht tot bleiben? Wird er. Vertraue darauf. Vertrauen? Ja. Vertrauen. Da ich das getan habe, was du nicht konntest, und das unbezahlbare Wissen von Hades extrahiert habe, kannst du darauf vertrauen, dass ich dieses Mal wollte, dass du ihn zerstörst. Also sind wir wieder bei Hologrammen angekommen. Hast du Angst, dass ich dich umbringe? Es gibt einen Grund. Und du nutzt immer noch dieselbe Spyware, wie ich sehe. Also hättest du einfach rangehen können, wenn ich anrufe. Aber du wolltest wohl einfach weiter spionieren. Mir geht es schon seit Monaten nicht mehr um dich, Aloy. Ich musste Arbeit erledigen. Stundenlange Recherche. So intensiv und zeitraubend, wie sie auch für das Schicksal des Planeten wichtig ist. Ja, natürlich. Du willst einfach nur die Welt retten. Das stimmt. Der Unterschied ist nur, dass ich im Gegensatz zu dir Ergebnisse erziele. Hast du ein Gaia-Backup gefunden oder nicht? Oh ja. Ich glaube schon. Wo? Voila. Warum glaubst du, habe ich dich hergebeten? Hinter der Luke mit Generkennung liegen Reste einer Anlage, in der das Hades-Löschprotokoll perfektioniert wurde.
Ein Testkreislauf, der hunderte von Szenarien getestet hat. Alle mit einem Gaia-Backup. Das hat Hades dir erzählt? Ich musste ihn überzeugen. Aber ja. Also, bist du bereit, das zu holen, wonach du seit 6 Monaten suchst? Oder willst du einfach mit offenem Mund da rumstehen? Du sagtest, du warst beschäftigt. Außerordentlich beschäftigt. Aber nicht so beschäftigt, dass du keine Zeit hattest, den Tenakt beizubringen, wie man Maschinen überbrückt. Und sie reitet. Aloy, du solltest dich nur damit beschäftigen, wie du ein Gaia-Backup bekommst. Mit mehr Konzentration könntest du eventuell sogar Ergebnisse erzielen. Du streitest es nicht ab, Silence. Verstehe es so, wie du willst. Nur damit wir uns richtig verstehen. Hades hat gesagt, es gäbe Gaia-Backups da drin. Ja. Oder zumindest gab es sie. Vor 1000 Jahren. Backups, die nicht gelöscht wurden, als Ted Farrow alle Apollo-Kopien gelöscht hat. Korrekt. Hades zufolge konnte man nicht über ein Signal auf diese Anlage zugreifen. Nicht mal Ted Farrow konnte an die Daten hier. Backups. Mit kompletten Daten von Gaia und ihren Unterfunktionen. Alles für einen Neustart des Systems. Um Kontrolle über das Terraform zu bekommen, das Leben auf der Erde zu retten. Da drin? Das hat Hades gesagt. Worauf wartest du denn dann noch? Naja, ich frage mich gerade, warum du es nicht selber getan hast und warum du... Naja, ich weiß nicht. Ach, ihr verarscht uns doch sowieso. Seien wir doch ehrlich. Hat Hades gesagt, woher das geheimnisvolle Signal kam? Das ihn aufweckte und Leben zerstören wollte? Ja, hat er. Sagst du es mir? Irgendwann, ja. Aber immer der Reihe nach, Aloy. Soweit ich weiß, musst du immer noch eine superintelligente KI namens Gaia neu starten. Ja, dieselbe Gaia, die sich vor 20 Jahren wegen des Signals zerstören musste. Das Signal wird seit Jahren nicht mehr übertragen. Es ist keine Gefahr mehr. Was, wenn es wiederkommt? Wird es nicht. Selbst wenn es, naja, die Details sind kompliziert, aber das Signal hat Hades zum Handeln gezwungen. Wenn du Hades aus den Backups löschst, ist Gaia in Sicherheit. Und jetzt hör auf zu trödeln und hol dir ein Backup. So, und wie verarscht er uns jetzt? Sonst wäre er wahrscheinlich selber nicht reingekommen, sonst hätte er es schon getan. In Ordnung. Ich suche in der Einrichtung nach einem Gaia-Backup. Aber damit das klar ist, Silence, wenn das wieder einer von deinen Tricks ist... Es ist eine Luke mit Generkennung, Aloy. Du bist die einzige Person, die sie öffnen kann. Wie sollte das eine Falle sein können? Wenn du mich noch einmal reinlegst, Silence, dann treffen wir uns zu unserer nächsten Unterhaltung wirklich. Obwohl du nicht viel sagen könntest, weil mein Speer in deinem Hals stecken würde. Aloy, dank mir ist alles, was du dir wünschst, was du in den letzten 6 Monaten versucht hast zu erreichen, endlich in Reichweite. Also, ich weiß, dass du als Nora-Ausgestoßene keine Manieren gelernt hast. Aber in einer solchen Situation sagt man Danke. Und dann sage ich, gern geschehen. Ach, er verarscht uns doch. Er nutzt uns auch nur als Marionette, das ist doch ganz klar. Er hat ja selber gesagt, er kommt da selber nicht rein, deswegen braucht er uns. Und wenn wir erstmal die Butze aufhaben, dann ist sie sowieso wieder Essig. Das ist doch klar. Mal kurz gucken, ich bin sofort wieder da. Ich wollte mal vorne kurz was schauen. Was glaubst du, wo du hingehst? Geh ich einen Scheißdreck an, wo ich hingehe. Okay, doch nicht, ich gehe wieder zurück. Hier ist nichts. Ich dachte, das sahen wir dann nach Hause, als wenn hier noch ein Gang ist. Auf gut, wo man hingeht. Na gut, gucken wir mal rein. Identity-Scan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zugriff gemerkt. Guten Tag, Professor. Und hier sind diese roten Pflanzen. Bitte eintreten. Bitte eintreten. Soll das ein Witz sein? Ich glaube, wir haben Glück. Ach, Glück? Ja. Die Tür ist völlig zerstört. Offensichtlich. Aber du kannst trotzdem hindurch. Wenn du noch etwas geduldig bist. Siehst du diese Kristalle? Die Osram nennen sie Feuerglimmer. Sie sind brennbar.
Nicht stark genug, um so eine Tür zu sprengen. Aber vielleicht stark genug, um sie etwas weiter aufzubrechen. Ganz genau. Das geht nur mit einem Anzünder. Ich schicke dir jetzt die Pläne. Na, siehst du? Um ihn zu bauen, brauchst du Maschinenteile und das Öl vom Brennkraut. Oh, nee. Es wächst nur unter Wasser. Aber in der Nähe gibt es einen See. Hm. Die Teile sind komplizierter. Du brauchst eine Waffenspule aus der Energiezelle eines Sprungschlägers. Oh Gott. Entferne die Energiezelle, bevor du die Maschine erlegst. Sonst zerbricht sie. Alles klar. Tja, Tiefwasserbrennkraut habe ich schon. Ich brauche nur die Teile. Ja. Sammle Rohstoffe für den Anzünder. Beschaffe einen Sprungschläger-Waffenspule. Gott. Ja. Sprungschläger. Das sind dann tatsächlich die hier, ne? Sprungschläger-Areal. Was für ein Zufall. Eine Waffenspule. Eine Waffenspule. Mal gucken, wie wir die da gleich entsorgen. So. Da sind die Hobbelhasen da hinten. Ja, die Heinis sind das. Sprungschläger. Das sind die Kameraden. So, okay. Da haben wir den. Wo ist die Energiezelle? So. Sprungschläger, Energiezelle, die ist hier hinten. Säurekanister, Sprungschläger, Questrohstoff, abnehmbar, Ladungsklaue. Mal gucken. Schockmunition bringt nicht viel. Das Ding muss ich weghauen, ne? Energiezelle. Da fliegt das Teil. Ich muss zu. Au. So, wo war das Teil jetzt? Ich kann noch. Das ist das Teil, ne? Primärnerv. Sprungschläger, Waffenspule. Was liegt denn hier noch alles rum? Oh, was bist du denn? Achso, das ist die.
So, haben wir. Puh. So, das müssten eigentlich die Teile sein hier. Ich glaube, wir haben hier alles. Ich glaube, den hatte ich hier vorne weggeballert, ne? Okay, ich habe die Teile für den Anzünder. Jetzt muss ich das Ding nur bauen. In der Nähe des Eingangs zur Anlage gibt es eine Werkbank. Jo. Mit der du an Hades rumgespielt hast? Rumgespielt? Ich habe wertvolle Daten extrahiert. Ja, so kann man es natürlich auch sagen. So kann man es natürlich auch nennen. Auf Dauer müssen wir uns wahrscheinlich sowieso mal ein paar Tränke mehr machen. Dann werden wir mit den Bären wahrscheinlich nichts. Dann müssen wir wahrscheinlich schon alle 12 Bären fressen, damit wir überhaupt die Leiste voll kriegen. Das sieht schon imposant aus, das große Viech da hinten, ne? So, erstmal Werkbank. So, Werkbank benutzen. Spezialausrüstung. Ah ja, speziell verfügbar zum Herstellen. Anzünder Zugwerfer. Den hatten wir aber schon gebaut. Naja, den hatten wir schon gebaut. Okay, herstellen. Herstellen abgeschlossen. Anzünder Spezialausrüstung halten. Sehr gut. Da. Damit sollte ich den Feuerglimmer anzünden können. Eine wirklich nützliche Kombination. So habe ich die Prozessorkugel überhaupt erst aus dem Horus gelöst. Na toll. So, Feuerglimmer. Geh lieber einen Schritt zurück. Filtern Sie an. Endlich. Okay. Ich bin drin. Dann geh ruhig weiter. Ja, geh ruhig. Da kann ich den Feuerglimmer anzünden, den ich eben gesehen habe. Konzentrier dich auf die Aufgabe, Aloy. Dieses Symbol. Du sagtest, Hades wurde hier getestet? Ein Testlabor. Ein Ort für Experimente über Zerstörung und Wiedergeburt. Da müssen wir nochmal rein. Latopolis. Da würde ich nochmal ganz gerne rein. Hier komme ich aber nicht rein. Ah! Hier vielleicht auch nicht. Scheiße. Dann gehen wir halt da rein. Hier laufen noch garantiert tonnenweise Viecher durch die Gegend, oder? Ups. So, Datenpunkt. Datenprotokoll, Zutrittsliste, bla bla bla. Travis Tate, bla bla bla. 2065. Elizabeth Sobeck, 15. Sie jetzt Team Bravo. Na.
Weiter geht's. Hier ist alles überschwemmt. Und auf der anderen Seite ist noch eine Tür mit Generkennung. Na. Wenn es Gaia-Backups gibt, sind sie bestimmt dort. Ich muss irgendwie darüber kommen. Ja. Ja? Kommt mir bekannt vor. Ich kämpfe mich durch verfallene Ruinen, während du durch meinen Fokus spionierst. Werd nicht nostalgisch und such lieber weiter nach einem Backup. Obwohl, ich kann nicht hin, aber okay. Mein Zugwerfer könnte hier nützlich sein. Ja, aber dann müssen wir erstmal... Komm hier hoch? Ja. Wo geht's hier weiter? Da noch. Oder hier einfach rüberspringen. Komm ich nicht rüber. Da geht's mal rum. Okay, es wird nix. Da hoch, da lang, aber da komme ich nicht hoch. Da komme ich nicht hoch. Da müsste ich ran. Aber nur von der anderen Seite komme ich da ran. Wie komme ich denn da längs, Mensch? Da ist auf jeden Fall so eine Platte, da könnte man rüber. Ganz raff ich das noch nicht. Aber da komme ich nicht hoch. Ja, da oben ist eine Kante, aber da komme ich nicht hin. Da sind zwar Kanten, komme ich aber auch nicht hin. Scheiße. Da komme ich nicht lang. Da komme ich auch nicht lang. Wir gehen mal den anderen Weg. Doch. Aloy, konzentrier dich. Das Seil ist zu kurz. Ja, ist ja gut. Da drüben müsste ich irgendwie hin. Nein! Gott! Nutze, kann man zu bewegen, die Kletterkraft von Sonne, Teppe, um ein Stück in die Position zu springen. Mann! Mal.
Ja, da kann ich auch mal nicht so eben. Ah. Ja, ganz wie wieder zurück, aber ich will das nicht. Wasser im Stiefel. Ja, Wasser im Stiefel, weißt du? Du bist komplett nass, Aloy. Aloy, geh doch da jetzt bitte mal hoch. Dankeschön. Wasser im Stiefel, weißt du, überall. Überall Wasser am Körper. So, da drüben hatte ich ja schon was gesehen, aber ich weiß nicht, wie wir da... Ah ne, warte mal, hier müssen wir runter. Sehe ich das gerade? Nein, nach rechts rüber, Aloy, nach rechts. So, jetzt hier rüber und hier ist nämlich jetzt da... Boah, ich wollte gerade sagen, was machst du denn jetzt gerade? Heilige, ich dachte die... Oh. Diese Leiter wäre vielleicht eine gute Idee. Ja, definitiv. So, hier kommen wir nicht lang. Schade eigentlich. Wofür haben wir jetzt die... Ach nee, Moment, ich bin ja bescheuert. Ich bin ja auch so bescheuert. Warte. Einmal hier hoch. Dann müssen wir da ja hochkraxeln. So, da. So. Die Tür ist zu. Na ach. Aber daneben ist irgendein Gerät. Eine Energiezelle. So, damit machen wir das Ding an. Hat geklappt. Oh, endlich mal ein bisschen natürliches Licht. Sonst hier noch was Leckeres bei? Komm, hier ist noch eine Kiste. Wenn ich weiter weg wäre. Benutze den Zugwerfer und tritt nach hinten. Was war das für ein Raum? Da scheint noch eine Konsole zu sein, die Energie braucht. Ja, wo noch mal so eine Zelle, ne? Zwei Zellen. Wie das Gerät in dem anderen Raum. Vielleicht hilft... Oh, die Konsole ist abgeschaltet. Ja, wo kriege ich den Strom her? Von da oben. Ach so, wahrscheinlich dafür. Ist das okay? Dann versuchen wir es doch mal hier. Machen wir uns mal einen kleinen Weg. So gehört sich das. Ah ja. Aber man möchte als erstes Strom... Du wahrscheinlich, ne?
Können wir mich hier ran? Was haben wir denn hier? Über schon alten Krams. Dann nehmen wir die wieder. Ups, nein. Aloy, nicht an die Wand klettern, sondern einfach Energiezahl rausnehmen. Dankeschön. Machen wir jetzt da drüben nochmal. Huch. Elizabeth und Travis Tate. Oh Mann! Ich sag's dir, Liz. Nach der Nummer musst du mich lieben. Ah, ich habe mir vorgestellt, wie die Fascinestrottel diese falsche Gaia öffnen. Und ich dachte, dass sie wissen müssen, dass sie von uns kommt. Das ist kein Streich, Travis. Ich habe nur einige Avatare gescriptet. Was von dir, was von mir. Um unsere Botschaft persönlicher zu machen. Kannst du sie einfach schicken? Sobald sie kompiliert wurde, dann sollten wir beide feiern. Ich habe Partyutensilien dabei, Pizzarollen, Absinth und ein paar Foodbags. Sobald wir hier fertig sind, gehe ich zu Bryce zurück. Ich bin verwirrt, Liz. Wie kann jemand wie du, fast schon eine Heilige, die Welt so sehr lieben, aber alle darauf hassen? Ich meine, hast du überhaupt Freunde? Kompilation abgeschlossen. Datei, wertloses Versprechen, bereit für Übertragung. Erweist du mir die Ehre? Logikbombe gezündet. Ab geht's, ihr Farsi-Spinner. Sei einfach weiter der Beste in deinem Feld, Travis. Ich bewundere dich aus der Ferne, Liz. Ich schwöre es auf Mamas Grab. Und sie war religiös. Travis lag falsch. Elizabeth wollte dem Leben eine Zukunft sichern. Ihr lagen alle am Herzen. Na, ich weiß nicht. Die Außergewöhnlichen gehen einen einsamen Weg, Aloy. Wie wir beide sehr gut wissen. Ja, das ist sowieso nochmal das, was ich mich sowieso nochmal gefragt hätte bei Aloy. Ich meine, ich glaube, ich habe das schon in den ersten Folgen schon mal gesagt. Ich meine, so Aloy, Heldin, na, natürlich klar, aber hat die nicht auch mal vielleicht mal so den Moment, wo sie vielleicht mal sagt, ey, wäre es vielleicht nicht mal cool mit irgendwie so, naja, ich weiß nicht, mal so ein bisschen Snoo-Snoo oder so. Muss ja nicht mal Snoo-Snoo sein, aber irgendwie mal so jemand an der Seite. Jemand mal lieber hab kann, mit dem man mal knuddeln kann. Irgendwie so. Keine Ahnung. So, finde einen Weg zur anderen Luke. Das haben wir da oben. Zur anderen Luke? Achso, ja. Ach komm. So. Noch eine Platte, die ich aufziehen könnte. Ich muss höher klettern, um ranzukommen. Ja, da hast du recht, Aloy. Dann klettern wir doch mal eine Etage. Ja, waren wir jetzt hier schon? Nee, ich komme hier auch gar nicht weiter. Okay, dann hat sich das also auch erledigt. So, da kommen die Schweider. Von hier aus komme ich mit dem Zugwerfer wohl nicht ran. Ich muss springen. Ja. Noch ein bisschen Anlauf. So. Rüber. Darüber. Und, ja. Wo geht's jetzt hin? Springen geht nicht. Gleiten.
Gleiten, Ella. Aber wenn ich gleite... Sag ich doch. So ist es leicht. Genau. So, haben wir. Wir können hochkraxeln. Jetzt sollen wir auf die anderen, können wir da einfach so mal rüber. Da könnten wir hoch. Was ist denn, wenn ich denn da jetzt... Ich glaube, von hier aus komme ich nicht zur Tür. Nein. Ich wollte eigentlich auch nur mal gucken, ob wir nicht hier noch... Ah, okay, hat sich auch erledigt. Und da können wir, glaube ich, nur mal rauf, oder? Da sind nämlich irgendwie noch so eine Klettermöglichkeiten hier vorne, oder? Können wir nicht... Na... Können wir nicht. Hä? Ich dachte, wir können da an der Kante hoch. Das sah mir dann nach aus. Ach gut, dann machen wir es anders. Bevor ich jetzt noch elendlange suche. Kurz mal rüber zur Leiter. Gut. Schon da irgendwas mit Leiter runterlassen, okay. Ach, siehst du mal, hätte ich das mal gemacht. Scheiße. So, dann gucken wir gleich hier. Springen oder? Ja, müssen wir ja, ne? Sonst eine andere Möglichkeit haben wir da ja nicht. Ein weiterer Teil der Anlage. Das sehe ich mir mal an. Ich sollte rübergleiten können. Yep. Dachte ich mir auch gerade, Aloy. So. Und hinein, die gute Stube. Noch eine versperrte Tür. Was ist mit der Konsole daneben? Oh Mann, wie laut ist es da draußen? Außerhalb des Lärmfilters? 150 Dezibel. Dann haben wir wohl etwas Ruhe. Was steht an, Trav? Wir sind lange befreundet. Aber ich habe nie gesehen, dass du wen betrügst. Warum jetzt bei Fast Zenith? Ich wollte es dir erzählen. Sie kriegen eine Gaia-Kopie. Ich darf mit auf die Odyssee. Aber ich habe gesagt, wir brauchen zwei Plätze, weil ich meinen Freund Trav mitbringe. Oh. Oh. Mann, Hank! Klingt, als wäre der Lärmfilter kaputt. Geht's dir gut? Ach, geht schon. Ich habe hier einen persönlichen Filter. Siehst du? Ich weiß, dass du nicht gut hörst, aber siehst du den Text? Der alles transkribiert, was ich sage? Gut. Während ich da draußen auf 170 Dezibel aufdrehe, könntest du den Übertragungscode eingeben? Na also, das war's schon? Cool. Danke, Hank. Gut gemacht. Sicherheit? Hank Shore steht zur Abholung bereit. Oh, er atmet noch. Vielleicht bringt ihr aber eine Schaufel mit. Da sind Daten. So, das, den kleinen Text kann ich dann nochmal eben vorlesen. So, in Versuchung. Hier, Trav. Ich habe ein paar alte Dateien vom Projekt, was?
Du hast Gespinst in Sklave ausgegeben, ausgegraben. Noch aus der Zeit von Hades. Ted ist nicht annähernd so gründlich, wie er glaubt. Was hätten seine kleinen Trottel hier am Laufen? Hui. Und dann haben sie auch noch ein paar fiese Sachen von Ramses Projekt reingepackt. Da ist natürlich der Moldawien-Brainhack, aber auch neue kleine Teufel wie der allwissende Mimer und mein persönlicher Liebling, Sovereign 7482. Das ist mal ein Spitzenpredator. Die Kontrolle über die Taido-Bots übernehmen und sie mit Haushaltsgegenständen bewaffnen. Danach räumt keiner mehr auf. Ich muss zugeben, die hätte ich gerne frei rumlaufen sehen, damit sie noch etwas erleben, bevor die Lichter ausgehen. Aber ich werde der Versuchung nicht nachgeben. Das kommt wohl davon, wenn man mit Lizzie abhängt. Aber vielleicht will ich meinen Elysium-Deal nicht aufs Spiel setzen. Von Travis Tate. Hier wurde jede Menge Malware produziert, bevor sie... Die Konsole hängt mit der Tür zusammen. Man braucht irgendeinen Code, um diese zu öffnen. Ja. Ich frage mich, ob mein Fokus mir etwas zeigen kann. Stimmt. Ah, dein Fokus hat das hat mir zwar gesehen. Und hier sind überall... Ich weiß nicht, ob das mit den Zahlen was über den Türen zu tun hat. Ich überprüfe mal meine Datenpunkte. Oh Mann, wie laut ist es da draußen? Außerhalb des Lärmfilters? 150 Dezibel. Dann haben wir wohl etwas Ruhe. Was steht an, Trav? Wir sind lange befreundet. Aber ich habe nie gesehen, dass du wen betrügst. Warum jetzt bei Fast Zenith? Ich wollte es dir erzählen. Sie kriegen eine Gaia-Kopie. Ich darf mit auf die Odyssee. Aber ich habe gesagt, wir brauchen zwei Plätze, weil ich meinen Freund Trav mitbringe. Mann, Hank! Klingt, als wäre der Lärmfilter kaputt. Geht's dir gut? Irgendwie habe ich aber hier noch nichts. Haben wir irgendwo einen Code gesehen oder sowas? Vielleicht sollte ich mir den Raum nochmal ansehen. Da muss doch etwas sein, das mir mit der Tür helfen kann. Im Protokoll von Travis Tate stand eine Nummer. Könnte klappen. Im Protokoll echt? Da stand eine Nummer drin? Ach, 7482, ja. 7482. 7482. Ah, so, 7482. Na, also. War doch gar nicht so schwer. Trotzdem würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen kleinen Break. Also vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Horizon Forbidden West wieder, wenn wir uns ja hier noch das Tor des Todes weiterhin angucken. Mal sehen, ob wir tatsächlich die Gaia-Kopie bekommen. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.